Grüße und herzlich willkommen zum mittlerweile 24. Teil von Let's Play Tomb Raider. Im letzten Teil, welcher gespickt voller Action war, ja, konnten wir dieses... Nein, wir konnten nicht das Ritual unterbrechen, aber wir konnten Sam zumindest doch irgendwie befreien. Und sie ist auf der Flucht. Und warum habe ich in der letzten Folge erzählt, dass wir Roth befreien müssen? Er ist ja ein freier Mensch, er wurde ja nicht irgendwie gefangen genommen. Weshalb das eigentlich Quatsch war, was ich erzählt habe. Deswegen bitte ich diesen Fehler zu entschuldigen. Und hier bricht ja immer noch weiter alles zusammen. Das heißt, wir müssen hier schnellstmöglich wegkommen. So. Na, gucken wir doch mal, wo wir hier langkommen. Na, das sieht doch so aus, als könnten wir hier ein bisschen mit dem Granatwerfer arbeiten. Genau so sieht's aus. Und wenn hier auch Granaten rumliegen, na, dann liegt das wohl auf der Hand. Also, wir sind wieder an der frischen Luft. Bleib weg von mir! Komm mit uns! Oh mein Gott, wir müssen... Stoßen sie wieder zu Sim. Wir müssen sie irgendwie vor diesen Widersachern noch beschützen, so wie es aussieht. Und wir müssen wieder in diese, naja, Barackenstadt. Also auf nach unten. Wir werden uns lieber mal etwas stärker bewaffnen. So, und wieder etwas Munition an uns nehmen. Granaten haben wir noch... Nein, also unser Granatenvorrat ist noch voll und hier befreien wir uns erstmal. Okay, wieder eine Granate aufgenommen. Diese können wir immer noch nicht ausrüsten, aber sei es drum. Oha, jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass wir hier... Okay. Na, warte, dich erwische ich. Naja, komm, das war nur ein Streifschuss, das ist nicht weiter schlimm. Aber ihn haben wir doch gut zusetzen können. Na gut, du willst ein Bogenduell? Kannst du haben. So. Na dann, fröhliches Rösten. Oder wie man das auch nennen soll. Na komm doch ran. Du wirst gleich wieder zurückgeschickt und der Rückstoß hat sein Übriges getan. Ich muss sagen, die Schrotflinte ist eine sehr, sehr gute Waffe, was das anbelangt. Und ihm werden wir doch mal ein bisschen versuchen, mit Granaten zu ärgern. Achso, natürlich die falsche Taste. Ich sollte natürlich nicht im Feuer stehen bleiben. Eine gute Weisheit, die für alle Computerspiele zutrifft. Ja, mal gucken, ob wir ihn so ärgern können. Okay, so, jetzt sollten wir doch mal wieder etwas weiter vorstoßen, um hier nicht ewig an einem Punkt festzusitzen. Oh. Woher kommen denn jetzt diese Schüsse? Das Problem ist... Ach, von da unten natürlich. Na, komm doch ran. Okay, er hat mich zwar auch erwischt, sei es jetzt aber drum... Das können wir verkraften. Zumindest diesen kleinen Treffer. Sie zückt wieder ihre Waffen. Und das ist erstaunlich, wie viele Schergen sich doch hier rumtreiben. Ah, da habe ich natürlich jetzt nicht auf das Dynamit aufgepasst. Aber aufgrund des Nebels sieht man diese Schergen auch sehr schlecht, muss ich sagen. Oh, der Nebel verdeckt diese wirklich gut. Das muss man sagen. Aber wir schießen einfach mal ins Leere. Mal gucken, vielleicht könnte die Granate doch etwas anrichten. Okay. Das war jetzt natürlich richtig schlecht. Aber das können wir ja gerne nochmal machen. Ja, also irgendwie auf... Beim ersten Mal darf ich es einfach nicht schaffen. Das ist mittlerweile schon wahrscheinlich Gesetz. Jetzt haben wir uns hier erstmal freigesprengt. Und nun geht es voran. Na komm. Ja, ich hoffe, das hat dir gut getan. So eine kleine Extremmassage, warum denn nicht? So,
So, jetzt müssen wir hier aber immer noch entkommen. Weil die Widersacher uns doch sehr zusetzen wollen. Und naja, gut, ich kann manche Kritiken verstehen, wenn sie sagen, dass hier Mitte teilt die Action oder was weiß ich ist. Wenn es auch nichts... Na hier unangemeldet, das gibt's nicht, du. So. Okay, mal schnell in Bewegung bleiben, bis sie sich wieder etwas erholt hat. Warte, schnell nochmal hier hoch. Hier können wir wahrscheinlich immer erstmal Deckung finden. Oder können wir von irgendwo hier hinterrücks angreifen? Ach nein, da ist Stacheldraht, da kommen wir natürlich nicht durch. Wäre auch ein bisschen verwunderlich, wenn das ginge. Zumindest das haben sie beibehalten, dass dem nicht so ist. Na gut, wir müssen wohl weiter mit unseren Granaten arbeiten. Also geht es weiter. Moment. So viel Zeit zum Plündern. Oh. Nee, da muss ich aufpassen. Oha. Sie wollen natürlich, dass ich aus meiner Deckung hervorkomme. Na gut, wenn sie es so wollen, dann sollen sie es so haben. Kann ich ihm vielleicht die Deckung entreißen? Achso, na so klappt das natürlich nicht. Schnell nach oben. Okay, dann probieren wir es doch von hier aus. Mal gucken, ob wir da mehr erreichen. Gekonnt wie ein Profi ausgewichen, so wie es sich gehört. Ups. Da hat wohl jemand sein, ja, Geschoss fallen lassen. Oder sein... Ja, Moment. Das geht so natürlich nicht. Du Widersacher. Okay. Auch er muss das Zeitliche segnen. Wie gesagt, es gibt sehr schöne Gegnerscharen. Oh, also, was wurde mal gesagt? So, man erledigt 300 noch was Gegner in diesem Spiel. Das ist doch schon eine stattliche Anzahl. Also, wenn man es jetzt auf eine Person rechnet, und es ist ja jetzt nicht so eine Person, die massenhaft jetzt durch die Level läuft, um die Gegner einfach niederzustrecken. Das ist schon alles sehr stimmig. Es ist ja nicht so ein 0815-Shooter, wie es manche... Also, wie manche Spiele es wohl so sind. Ah, Moment, so viel Zeit zum Plündern muss jetzt sein. Okay, jetzt haben wir erstmal alle geplündert. Auch den da oben. Ah, da bin ich natürlich falsch. Ja, erstmal alles gesäubert vorerst. Dann gucken wir mal, wo wir uns jetzt hier verstecken können. Gucken wir doch mal hier hinein. Okay, auch hier haben wir noch etwas Munition, die wir aufnehmen können, was ich sehr gut finde. Und, wie gesagt, dieses Wechseln der Deckungen, auch der Gegner, ist sehr schön gemacht, meiner Meinung nach. Weil, wie gesagt, es erfordert einfach sehr viel mehr Taktik. Na, dann macht mal. Ich lenke euch derweile erstmal ab. Und du musstest auch dein Ableben leisten. So, hier scheint wohl noch ein Nahkämpfer auf uns zuzukommen. Ja, die Schrotflinte ist gut und schön. Oh mein Gott. Oha. Diese Schüsse sind auch nur um Haaresbreite entgangen, muss ich sagen. Oh mein Gott, wie schnell ist der denn? Uiuiuiui. Aber, dass man hier auch wirklich sich zurückziehen muss, um dann mal kurzfristig von solch Widersacher überrascht zu werden. Ich habe mich jetzt wirklich erschrocken und das hört man wahrscheinlich auch an der Stimme. Wie ich mich da erschrocken habe. Hier nehmen wir erstmal wieder Granatwerfermunition auf. Und mir ist aufgefallen, weil ich ja manchmal meine Videos nochmal durchgucke, dass ich manchmal die Sätze einfach unterbreche.
Und naja, das kann einfach nur davon kommen, dass ich einfach manchmal vielleicht noch zu aufgeregt bin. Oder welche Gründe es auch immer noch haben mag. Oder manchmal bin ich dann so abgelenkt vom Spiel selber, dass ich dann einfach, ja, nicht weiterspreche. Aber na gut, das sei jedem mal verziehen, weil ich denke, das ist jedem schon so passiert. So, ich muss jetzt natürlich ganz genau aufpassen, wo die hier ankommen. Da frage ich mich, wie die... Okay, der wirft es also von dort oben. Na, umso interessanter. Ja gut, also Rückzugsmöglichkeiten an sich hat man nicht, also dass man sich vor denen verstecken kann. Aber, na gut, es gibt Schlimmeres, muss ich sagen. So. Wo ist denn diese andere Widersacher? Also wie gesagt, das mit dem Nebel erschwert es meiner Meinung nach, diese Schergen ausfindig zu machen. So, und schnell wieder in Deckung. Wir haben wieder Bergungsgut aufgenommen, wodurch wir unsere Waffen auch später wieder schön aufrüsten werden. Wir drücken erstmal C, damit wir hier einen besseren Durchblick haben. Oha. Da fragt sich jetzt einer echt, wo dieser Widersacher ist, denn ich sehe ihn wirklich nicht. Also was wie ein Nachtsichtgerät oder ähnliches würde mir hier sehr weiterhelfen. Na gut, jetzt müssen wir mal ein bisschen auf Konfrontation gehen, weil ansonsten gibt es hier kein Vorankommen. So, wir sind hier erstmal in einer Ecke. Na okay. Also irgendeiner muss ja den Anfang machen. Aber das war noch ein bisschen verzogen, aber ich denke mal, ich könnte ihm trotzdem gut zusetzen. Na gut, dann such mal. Ja, Moment. Du bist nicht komplett dahinter. So. Also können wir auch diesen abhaken. Oha, da kommt schon wieder welche mit einem Sturmgewehr, Maschinengewehr, wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Stufe sie sind, deswegen kann ich das nicht so sagen. Aber sie haben auf jeden Fall ein Schnellfeuergewehr. Das war riskant. Das war wirklich gewagt von mir, einfach so stehen zu bleiben. Okay, du willst von mir weggehen. Ich helfe dir dabei. So, ich lade mal lieber ganz schnell nach. Ich habe ja das Upgrade genommen, dass ich schneller nachladen kann, weil die Munition doch nicht einzeln nachgeladen werden müssen, sondern irgendwie komplett. Das ist in solchen Situationen durchaus hilfreich, vor allem wenn sie dann mit einem Sturmgewehr auf einen zukommen und sich dann, ja, dazu entschließen, okay, dann wollen wir sie mit einer Salve zu Tode feuern. Da müssen wir eben entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. Ah, diese dichte Atmosphäre, ich kann es immer wieder betonen. Das ist eine klare Stärke des Spiels, also wo dann auch wirklich Emotionen rüberkommen. Auch bedrückende Stimmungen. Und dass es halt nicht alles immer optimal verläuft, wie man ja auch gesehen hat, dass ja, die Protagonistin unter meiner Führung irgendwie ein paar Mal ihr Ableben geleistet hat. Aber während dieser Kämpfe gibt es immer noch so viel zu erkunden, dass ich gar nicht mich entscheiden kann, in welche Richtung ich gehen soll. Moment. Okay, wir haben weiteres Bergungsgut, etwas Munition. Das finde ich doch durchaus positiv. Mal gucken, ob sie hier nach oben kommt. Nein. Aber können wir das wegziehen? Dazu brauche ich aber erstmal die andere Waffe. Nein, das geht so nicht. Na gut, kommen wir hier erstmal nicht nach oben. Okay, das sieht wie eine offene Fläche aus. Da sollten wir doch eine durchschlagskräftigere Waffe mit uns führen. Okay, das verheißt nichts Gutes. Oh, Moment. Erstmal
was Gutes für uns tun, nämlich wieder Munition aufnehmen. So, und nun... Warum kann ich das anvisieren? Na gut, fallen wir einfach mal etwas dagegen. Wir bezeichnen das mal als, ja, Vernichten der Deckung für unsere potenziellen Widersacher. Das Wasser sieht nun nicht wirklich sehr appetitlich aus, sollte man... Oder Brühe, wie auch immer man es bezeichnen mag. Einfach mal schnell hier rüberspringen. Wieder etwas Munition aufgenommen. Oha. Sie ist da unten. Versuch, freies Schussfeld zu kriegen. Die Outsiderin ist da unten. Nein, leg sie um. Feuer, schnell. Oh nein, schnell weg, schnell weg. Wieder knapp dem Tod entronnen hier. Das darf nicht wahr sein. Wir müssen irgendwas finden, um diesen... Quatsch, nicht Lautsprecher, aber diesen Scheinwerfer zu, ja, beseitigen. Denn so ist dieses Feld natürlich sehr gut ausgeleuchtet. Was nicht zu unserem Vorteil ist. Sie können uns irgendwie sehen, also müssen wir... erstmal hier hinterkommen. Wir hoffen, dass das etwas stabiler ist und etwas auch aushält. Wo ist denn dieser verdammte Scheinwerfer? Also von hier aus kann ich ihn nicht sehen. Okay. Da muss man wohl etwas rasanter vorgehen. Okay, die Fässer werden es nicht lange aushalten. Diese Kiste hingegen sieht etwas stabiler aus. Okay, es kann sie leider nicht ablenken, das ist das Problem. Moment, nochmal hier hinter. Aber das haben sie schön gemacht. Da ist das Fass dann vielleicht nicht komplett zersplittert, sondern dass da so ein Einschussloch entsteht oder nur ein Teil weggeht. Dann doch lieber hier hinter. Okay, das war natürlich schlecht gezielt. Aber eigentlich stehe ich doch hier hinter, wo ich sicher sein müsste. Hier dürfte mich eigentlich niemand treffen. Und Schnellentdeckung. Also, dieser taktische Aufwand hier ist wirklich groß, muss ich sagen. Aber das macht auch einen gewissen Reiz aus. Also, es ist halt... Man merkt ja, dieses Spiel ist kein 0815-Produkt, was man einfach so dahin geklatscht hat, sondern es ist halt ein sehr stimmiges Gesamtpaket. Es hat zwar vielleicht nicht mehr so diese schönen Rätseleinlagen wie im klassischen Tomb Raider. Also, es ist vielleicht auch falsch, würde man sagen, man muss jetzt unbedingt ein Spiel erwarten, was genauso ist wie die klassischen Tomb Raider-Ableger. Diese Zeit ist einfach vorbei, wo nur noch... Rätsel an Rätsel gepaart ist mit, ja, zu komplexen Inhalten, sage ich mal, die dann wirklich Raum- oder Level-übergreifend sind, sind ja per se nicht schlecht. Aber man sollte auch festhalten, dass sich, ja, gewisse Dinge auch heutzutage gewandelt haben. Ich gehe erstmal ganz schnell aus der Deckung raus. Und jetzt schnell nach drüben. Und Gott sei Dank schnell genug. Dass uns diese Salve nicht erwischen kann. Das ist halt die Frage. Hier mit dem Granatwerfer werden wir hier noch nichts ausrichten können. Ja, ja, dass das uns hilft, ist mir schon klar, aber... Was es das hier noch bringen soll, ist die Frage. Okay, wir haben einen Fass dadurch umgestoßen. Okay... Was muss man jetzt tun? Oh, können wir uns hier hinter vielleicht ein Stück verstecken? Okay, wir müssen wahrscheinlich diese Wand freilegen. Na gut, dann gehen wir nochmal ein bisschen in Deckung hier. Obwohl, naja, das wäre keine wirklich zuverlässige Deckung, muss man auch dazu sagen. Ja, das klappt natürlich nicht.
Okay, der hat uns die Druckwelle niedergerafft. Die Frage ist aber, wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Oder kann ich hier vielleicht das Ding auch zerstören? Nein, diese Wand scheint so stabil zu sein, dass wir jetzt diese nicht zerstören können. Oh, Moment. Wir fragen doch mal unseren Instinkt. Also ich hätte ja vermutet, wenn die das Seil dort so anpreisen, dass ich hier irgendwie nach draußen komme, aber wenn diese Wand hier nicht zerstörbar ist, was soll ich denn dann tun, bitteschön? Moment, wir probieren es einfach nochmal. Aber das scheint so nicht klappen zu wollen. So, schnell nach vorne. Also wir müssen an dieses Seil da kommen. Und dieser ballert immer noch ungehalten. Ich meine, hier wird sie sich wohl nicht vorzeigen, was das Problem ist. Okay, so einfach war natürlich das Rätsels Lösung. Also der Granatwerfer ist wirklich ein sehr nettes Upgrade oder eine sehr nette Aufwertung. Lara, kletter rüber. Na los, lauf zu, ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! Okay, wir haben erstmal Sam wieder getroffen. Wie wir ja auch im letzten Part herausgefunden haben, heißt sie richtig Samantha. Also dass Sam sozusagen nur ein Spitzname von ihr ist. Können wir hier eigentlich hinein? Die Frage ist, kann man hier noch etwas untersuchen? Das interessiert mich halt gerade. Aber okay, dem sieht nicht so aus. Die Stämme sind zu dick, da kommt sie natürlich nicht durch. Und ja, manche Klischees erfüllt das Spiel natürlich auch, aber es ist eine gelungene Mischung aus, naja, erfüllter Klischees und ja, das Spiel lebt hauptsächlich durch die Emotionen. Ich finde, das kam auch schon durch den ersten Trailer, den es ja gab, welcher ja auch das Intro dieses Spiels ist, sehr gut rüber. Und davon lebt einfach dieses Meisterwerk, meiner Meinung nach. Ich bin da nicht objektiv, keineswegs. Und das gebe ich auch zu. Weil ich bin nun mal Tomb Raider-Fan. Und dadurch sehe ich das vielleicht nicht ganz so kritisch wie andere Spieler. Oder kritische Aspekte, naja, die lasse ich dann eher ja, in den Hintergrund verschwinden. Aber gut, ich bin ja nur noch keiner, der jetzt für irgendein Magazin arbeitet oder für irgendeine Internetseite, wo kritische ja, Äußerungen oder Tests ja, verlangt werden. Okay, hier kommen wir nicht nach oben. Also werden wir doch mit dem Seil nach unten rutschen müssen. Da oben war unser ja, Widersacher mit diesem Stand-MG. Ah ne, sie kann da nicht drauf springen. Ich probiere es gerne noch einmal, weil manchmal kann es ja passieren, dass man beim ersten Mal etwas falsch gemacht hat, aber nein, sie hält sich da nicht fest. Und wie gesagt, es gehört ja zu jedem Tomb Raider dazu, dass man irgendwie mal alle Waffen verliert. Und es ist ja wirklich in so gut wie jedem passiert. Also im zweiten Teil auf jeden Fall. Oh, da kommen wir nach oben. Und es wird auch unser einziger, natürlich, Weg sein. Gewiss, ja. Also nach oben mit dir, Lara. Und hinein dort. Hoffentlich nicht in die Höhle des Löwen. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass jetzt gleich alles in die Luft fliegen wird. Lass mal schnell hier nach oben. Hier haben wir keine Zeit, lange zu fackeln. Hier muss jetzt einfach alles schnell gehen. Ja, oder hier musst du dich ganz schnell festkrallen. Also in echt, ob das dann so reibungslos gehen würde, weiß ich zwar nicht. Ich bezweifle es eher. Aber dazu haben wir noch hier die Freiheit eines Spiels und...
tu dies bitte nicht. Können wir diese auch noch aufhalten? Zerstört die Brücke! Das sind unsere Leute! Sind hier noch mehr Ungläubige? Oh, jetzt heißt es beeilen. Nein! Okay. Da hat uns jetzt die Kameraperspektive einen kleinen Streich gespielt. Ich werde doch mal in diese Richtung drücken, die ich hier auch gucke. Oh. Wahrscheinlich jetzt... habe ich zu früh diese Taste gedrückt, aber natürlich, das muss mir doch unbedingt passieren. Weil wenn ich mich nicht irre, war natürlich F der Nahkampf. Und da kennen sie wirklich keine Gnade. Also, das Töten der eigenen Verbündeten, die sie dann wohl nicht als Verbündete ansehen, geht dann wohl über... ja, geht förmlich über alle Leichen. Oh, hier ist wirklich alles am Zusammenbrechen. Das ist... ich könnte mich nur erinnern, in Uncharted oder einem ähnlichen Spiel gibt es natürlich auch solche Szenen, aber... na, hoffentlich kriegen sie das noch rechtzeitig mit, dass wir hier nicht in diesen Helikopter steigen sollen, denn ich könnte mir vorstellen, Matthias und seine Anhänger, seine Fanatisten, könnte man sogar schon sagen... damit könnte man natürlich auch gut kritisch den Fanatismus bewerten. Und hier habe ich mich doch etwas zu ungeschickt angestellt. Aber ja, auch das könnte man als Hintergrund mal kritisch anmerken. Sie hält sich zum Glück fest, weil ich jetzt diesmal nicht so ungeschickt war. Und hier einfach festkrallen. Zum Glück gibt es natürlich diese Wände rein zufällig hier. Aber nein, das steht jetzt nicht zur Debatte da. Dass die Level extra dafür designt sind, natürlich, aber... also es gibt auch wirklich Stellen, da muss man ganz schnell reagieren. Ich muss da einfach da hoch. Ach nein, Lara, doch nicht zur Seite springen, wenn ich das nicht sage. Okay, das könnte jetzt vielleicht etwas die Action schmälern, die hier eigentlich rüberkommen soll. Aber wir müssen hier erstmal schnell nach oben. Gut, wir wissen ja, dass sie daran balancieren kann. Und hier gibt es keinen Halt mehr. Also wir müssen hier schnellstmöglich hoch, denn seit geraumer Zeit bricht hier ja schon alles zusammen. Dass man sich hier so... ja, dass man hier so actiongeladen einfach vorankommen muss, das ist einfach unglaublich. Und wieso komme ich hier nicht nach oben? Ja, wo muss ich denn hier bitte jetzt hin? Ich hänge jetzt hier. Und nach unten zu gehen wäre ja Schwachsinn. Lara, wir haben jetzt keine Zeit hier zum Abhängen. Nein, und nach unten wäre Selbstmord. Hier kommen wir auch nicht weiter, also... ja. Was soll denn das jetzt bitte? Nach unten ist Selbstmord. Sag ich doch. Also müsste sie, sie sich doch da hochziehen. Aller Vernunft nach. Okay, also nochmal hier hoch. Jetzt schnell an diese Kiste hier. Schnell festhalten. Okay, das wurde nämlich beim letzten Mal nicht getriggert, also ausgelöst. Und schnell nach oben hier an diese Kletterwand. Okay, wir müssen nach rechts. Und weiter mit dir. Oh, natürlich rankrallen. Und das bröckelt langsam ab. Wir müssen schnellstens nach oben. Schnell! Oh, also das ist schon eine Meisterleistung, das hier wirklich zu überleben. Was wird jetzt passieren? Ra! Wo bist du? Ich bin hier. Na los, spring! Du
Es ist nur noch Rennen. Und jetzt ordentlich abspringen und festkrallen. Lara, nimm meine Hand! So geht's. In der Tat, der Helikopter stirbt, nicht stirbt ab, sondern stürzt ab. Lara! 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 Na komm, Lara. Na komm schon, los! Da bist du. Da bist du. Na komm! Los, Lara! Da sind sie! Du schaffst das. Du bist eine Croft. Nein. Bist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen.
Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen, okay? Ihr versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind deine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertraue ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Jonah! Reyes! Verdammt! Ich hätte mit ihnen gehen sollen. Taktische Pistole. Neue Ausrüstung erhalten. Und wir haben wieder ein Modell freigeschaltet. Ein sehr, sehr emotionaler und bewegender Moment, den wir hier erleben mussten, nachdem wir im letzten und auch im großen Teil dieses Parts sehr viel Action hatten, mussten wir nun den Tod eines Verbündeten erleiden, der sich aber für Lara geopfert hat. Der weiß, dass sie wirklich eine Croft ist. Der weiß, dass Lara der Schlüssel zum Erfolg ist, um doch irgendwann von dieser Insel zu entkommen. Und das ist eben der Wechsel zwischen Action, Rätseleinlagen, die nicht wirklich sehr, sehr komplex sind, aber sie sind ausreichend, und eben dieser emotionalen Tiefe, die hier ermöglicht wird. Okay, der Saga ist in der anderen Richtung. Genau hier vor unseren Augen. Und das werden wir erstmal verarbeiten müssen. Und dazu schlagen wir hier dieses Lager auf. Tränen bringen mich nicht zurück, Mädchen. Das hätte Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe. Und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Und nebenbei, wenn man wirklich diese Tagebücher oder sonstiges einsammelt, ist verständlich, warum Reyes zum Beispiel so sauer war auf Sam. Warum es denn immer nur um Lara geht. Aber es ist ja kein Wunder, Alicia ist eben jene Tochter der beiden und Ruth war sozusagen eine verständlichermaßen sehr emotionale Bezugsperson für Reyes.
Okay, nebenbei werden wir nach... Ja, meistern, dass wir mit der Axt den Gegnern den Rest geben können. Neue Fähigkeit gemeistert, der Axtexperte. Oh, neuen Fähigkeitsrang freigeschaltet. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den höchsten Fähigkeitsrang freigeschaltet. Lara kann nun ihre beeindruckendsten Fähigkeiten erlernen. Da wir keinen Fähigkeitspunkt haben, wird dies erstmal für uns ja verwahrt bleiben. Aber ich freue mich schon drauf. Dann gibt es hier die Expertenstufen und noch andere Dinge wie Kartografie, die ich... Ich denke mal, ich werde erst Kartografie meistern. Denn dann macht das Durchsuchen der Gegenden doch noch um einiges mehr Spaß, da es, ja, leichter ist. Ja gut, ob das immer mehr Spaß ist, bleibt fraglich. Aber wir haben jetzt eine erhöhte, ja, eine verbesserte Pistole. Aber ich wollte zuerst, genau, Brandmunition verschießen können. Mit eben jenem, mit eben jener Schrotflinte. Und wir haben ja zurzeit eine Pumpgun. So, modifizierte Laufspitze, die die Projektile mit einer entzündlichen Substanz tränkt. Das werden wir uns mal ganz schnell beibringen. Brandmunition. Okay, nun gucken wir noch, was hier die Pistole uns irgendwann zu bieten hat. Mal gucken, ob wir auch irgendwann zwei Pistolen nehmen können, denn das wäre doch eine prima Anlehnung an die, ja, alten Tomb Raider-Teile, die ja chronologisch gesehen danach kommen. Salvenmodus, erweitertes Magazin. Ach, dies können wir uns alles noch später beibringen. Schnellfeuermodus, ergonomischer Griff und Schalldämpfer, der doch für taktische Gefechte wohl zu gebrauchen ist. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, denn wir müssen wieder zu unseren Gruppenmitgliedern aufstoßen, um das Boot in Gange zu kriegen, um dann zur geheimen Kammer zu gelangen über einen Flusszugang. Aber ob wir das erreichen werden und wie schnell wir das erreichen werden, das werdet ihr in den nächsten Parts von Let's Play Tomb Raider erfahren. Also bis dahin, euer The Friend Scene.